Hallo meine lieben Biologen, heute habe ich wieder eine Abi-Trainingsaufgabe für euch, diesmal zum Thema PCR. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion und die Aufgabe lautet wie folgt. Bei einem Bankraub zerschlägt der Täter eine Scheibe mit der Faust und ermordet eine Angestellte. Wow, krasse Aufgabe. Beim Zerschlagen der Scheibe verletzt sich der Täter selbst. Aus den so entstandenen Blutspuren wird die DNA extrahiert und mittels PCR vervielfältigt. Also das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Meistens können wir irgendwo raus die DNA extrahieren. Wir brauchen immer Zellen, egal ob aus Haaren, aus Hautschuppen, aus Blut, aus Speichel, aus Sperma, aus Vaginalsekret, whatever. Wir brauchen einfach immer irgendwoher Zellen, aus denen wir dann die DNA extrahieren können. So, meistens haben wir aber nur relativ wenig DNA. Diese DNA müssen wir vervielfältigen. Das machen wir mittels PCR. Was ist die Aufgabe? Nenne alle für den PCR-Ansatz notwendigen Reagenzien sowie deren Funktion. Können wir gleich machen. Und beschreibe die PCR mittels einem Temperaturdiagramm. Ich würde vorschlagen, erster Teil, wir nennen erstmal alles, was wir brauchen. Was brauchen wir für die PCR? Wir brauchen DNA-Nukleotide. Also DNA-Nukleotide. Was sind es? Es wäre Thymin, Adenin, Guanin und Cytosin. Ja, wichtig, dass wir noch das DNA mit dazu schreiben, weil RNA-Nukleotide würde uns nichts bringen. Bei der RNA wäre Thymin durch Uracil ersetzt, aber wir wollen ja DNA vervielfältigen. Und das sind dann eben die Bausteine der zu vervielfältigenden DNA. Also Bausteine. Der vervielfältigenden DNA. Was braucht man noch? Wir brauchen eine Polymerase und ja, meistens nimmt man die sogenannte TAC-Polymerase. Also die TAC-Polymerase. Was macht die? Sie polymerisiert die neuen DNA-Stränge. Also. Die neuen DNA-Stränge. Gut. Dass das funktioniert, dafür muss die TAC-Polymerase irgendwohin binden können. Sie muss einen Primer binden können. Und genau diese Primer brauchen wir. Wir brauchen zwei verschiedene Primer. Also schreibt mal auf. Zwei verschiedene Primer. Und das ist die Ansatzstelle für die TAC-Polymerase. Für TAC-Polymerase. Gut, was brauchen wir noch als letztes? Wir brauchen unsere Ausgangs-DNA. In dem Fall die DNA, die wir bereits extrahiert haben, also die DNA des Täters. Das wäre unsere sogenannte Matrizen-DNA. Und das ist die Vorlage für die neu zu synthetisierende DNA. Für neu zu synthetisierende DNA. Gut, also der erste Teil der Aufgabe haben wir erfolgreich bearbeitet. Jetzt müssen wir noch die PCR beschreiben mit einem Temperaturdiagramm. Ich habe hier jetzt schon mal ein Diagramm angefangen mit Y-Achse und X-Achse. Wäre im Abi nicht gegeben, müsstet ihr selber machen, aber es fällt mir schwer, ja, das hier mit einem Lineal zu machen. Deswegen habe ich es jetzt schon mal vorher ein bisschen hergerichtet. Auf der Y-Achse würden wir die Temperatur eintragen. Und auf der X-Achse die Zeit.
So, wir starten mit einer Temperatur von, sagen wir, 95 Grad Celsius, relativ hoch. Also 95 Grad Celsius. Was passiert hier? Hier wird der DNA-Doppelstrang denaturiert, also die Denaturierung. Wie lange machen wir das? Beim ersten Durchlauf, beim ersten Zyklus, machen wir das Ganze 5 Minuten lang, relativ lang. 5 Minuten. Klammer auf, beim ersten Mal. Und dann noch 30 Sekunden ab dem zweiten Durchlauf. 30 Sek. Ab zweiter Durchlauf. Okay. Warum am Anfang, ja, diese vollen 5 Minuten liegt einfach daran, dass wir sicher gehen wollen, dass auch wirklich alle DNA denaturiert ist. Okay, dann gehen wir runter mit der Temperatur auf so roundabout 55 Grad. Was passiert jetzt hier? Hier findet das sogenannte Annealing statt. Hier werden die Primer angelagert, also an die DNA, und das Ganze dauert so ungefähr 30 Sekunden. Dann müssen wir wieder ein bisschen hochgehen mit der Temperatur, auf so roundabout 72 Grad Celsius. Und dann findet die sogenannte Elongation statt. Was heißt es? Hier wirkt die Taktpolymerase und synthetisiert dann eben die neue DNA. Und diesen Zyklus hier, den können wir jetzt beliebig oft wiederholen. Meistens macht man so 30 bis 40 Mal. Wie gesagt, die Denaturierung am Anfang 5 Minuten und dann ab dem zweiten Durchgang immer nur so 30 Sekunden. Und dann kann man eben aus wenig DNA viel synthetisieren. Wie funktioniert es jetzt? Wir schreiben es nochmal ein bisschen genauer auf nebendran. Wir starten mit der Denaturierung. Was passiert hier? Also die DNA-Doppelstränge werden denaturiert in Einzelstränge. Denaturieren in Einzelstränge. Sprich, ein DNA-Doppelstrang, wenn wir den einfach mal so zeichnen würden, und bei 95 Grad Celsius wird er zu zwei Einzelsträngen. Okay, dann kommen wir zum Annealing. Was passiert jetzt hier? Jetzt werden an diese DNA-Einzelstränge, die wir jetzt gerade eben hergestellt haben, Primer hingehängt. Okay, also deswegen brauchen wir zwei verschiedene Primer, einen hier oben und einen hier unten. So, und jetzt kommt da noch die letzte Phase der Elongation. Ach, schreibt mal hier noch auf kurz, Anheften der Primer. Okay, Primer in Braun. So, und zum Schluss noch die letzte Phase, Elongation. Gut, was passiert jetzt hier? Hier wirkt die Taktpolymerase und die Taktpolymerase synthetisiert eben die DNA. Also, Taktpolymerase heftet sich an Primer. Und synthetisiert die DNA. Synthetisiert
die DNA. Okay, wie würde es dann ablaufen in unserem Schema? Also wir hätten dann wieder hier unsere beiden DNA-Einzelstränge. Wir hätten hier die Primer dran. Soweit sind wir schon. Jetzt bräuchte man noch eine Polymerase. Machen wir sie hier gelb. Okay. Und diese Polymerase synthetisiert dann ab hier unsere neue DNA, sodass wir dann halt zum Schluss zwei DNA-Doppelstränge haben. Jetzt haben wir also aus einem DNA-Doppelstrang zwei DNA-Doppelstränge gemacht. Und wenn wir diesen Zyklus jetzt eben 30, 40 Mal wiederholen, dann können wir aus zwei DNA-Doppelstränge 4 machen, aus 4, 8, aus 8, 16. Ihr wisst, klassisches exponentielles Wachstum. Und damit hätten wir dann in relativ kurzer Zeit aus wenig DNA viel DNA gemacht, die wir dann weiter untersuchen könnten, beispielsweise mit einer Gel-Elektrophorese, mit einem DNA-Fingerprint, whatever, und könnten dann eben schauen, ja, wer denn der Täter ist, wenn wir mehrere Täter zur Auswahl haben, beispielsweise. Aber gut, ich würde sagen, die Aufgabe ist richtig beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Macht's gut und viel Erfolg beim Pauken aufs Abi. Tschüss!